Was soll das? Was ist da los, verdammt nochmal? Ich organisiere Geheimgespräche zwischen der israelischen Regierung und der palästinensischen Befreiungsorganisation. Sie treffen sich hier in Norwegen von Angesicht zu Angesicht. Bist du verrückt, Herr hier? Scheiße, 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 Scheiße! Der Autor, J.D. Rogers, ihm ist ein, finde ich, ein Meisterstück gelungen. Es gelingt ihm, einen schweren historischen Stoff in einen packenden Thriller zu verwandeln, in Dialoge, in Situationen, wo auch Schauspieler brillieren können und eine packende Geschichte erzählen können. Los geht's! Ich bin hier auf persönlichen Wunsch und als Stimme von Shimon Peres. Und ich bin hier auf persönlichen Wunsch und als Stimme von Yasser Arafat. Wenn das rauskommt, Mr. Larsen, dann stürzt meine Regierung. Dann bin ich ein toter Mann. Arafat ist bereit zum Dialog mit der israelischen Regierung. Die Welt will mit ihrem Konflikt nichts mehr zu tun haben, weil sie nicht mehr daran glaubt, dass sie sich ändern können. Niemand kommt ihnen mehr zur Hilfe. Verdammt nochmal! Unsere Leute werden in den Straßen ermordet! Hier drinnen wollen wir Freunde sein. Wir werden unser Recht auf Jerusalem niemals aufgeben. Wer hat diesen Scheiß verhandelt? Wir werden eine interessante Zeit miteinander verbringen. Bleiben Sie in diesem Raum und finden Sie eine Lösung! Jeder Punkt, jedes Zugeständnis ist von Arafat abgesegnet. Jerusalem muss alleinige Hauptstadt Israels bleiben! Nein, nicht verhandelbar! Wir akzeptieren dieses Dokument. Lass Arafat an den Apparat holen. Der Palästinenser. We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears.